Herzlich willkommen hier in Hamburg. Wir sind Danny und Angie und wir haben euch heute den Multicooker von Coco mitgebracht und möchten euch etwas Besonderes zaubern, ein Rezept, nämlich ein Lammragout. Genau, orientalisches Lammragout, bisschen orientalisch wegen den Gewürzen. Wir haben hier den Multicooker, hat auch ein Mietprogramm, also ein Fleischprogramm, was dafür wunderbar geeignet ist, für Schmorgerichte oder Bratengerichte. Dafür braucht er ja richtig ordentlich Power, ne? Ja. Genau. Wir legen gleich los. Genau. Ja, ich mache auf und du. Genau, wir haben jetzt hier schon die Zutaten so ein bisschen zusammengemacht. Lamm, Zwiebeln, Knoblauch machen wir mit rein, Tomatenmark. So, schwitzen das Ganze ein bisschen an. Also die Hitze geht immer weiter, auch wenn der Deckel auf ist. Ich kann also in dem Gerät rühren und kann anbraten, wie in einer Bratpfanne oder in einem Topf. Genau, dann müssen wir einfach nur hier oben den Verschluss drehen. Ja. Und wieder starten und schon fängt das Gerät automatisch. Man kann mit geöffnetem Deckel braten, anschwitzen und den ganzen Kram machen. Ja, weil das will man ja bei so einem Fleisch zum Beispiel, ne? Genau. Okay, und die Rezepte findet ihr natürlich auch auf unserer cocomol.de Seite. Und bei diesem Lammragout, da haben wir ja so einen schönen persischen Reis, den wir dann dazu variieren können. Ja, man könnte jetzt auch so eine Art Eintopf draus machen, oder? Dass man alles das in einem Topf macht, all in one, so eine Art. Ne? Ja, ja. Ist ja auch schön. Das ist auch machbar. Man muss dazu sagen, orientalischer, persisches Lammragout, es ist ja auch nicht so dicke bunten wie bei uns immer. Ist einfach alles ein bisschen flüssiger. Okay. Da habe ich schon mal ein paar Gewürze vorbereitet, Lorbeer, Rosmarin, Thymian, ein bisschen Paprika, Kardamom. Und alles das, je nach Geschmack. Alles, was gut duftet und köstlich ist. Verrat uns doch mal bitte, Danny, was würdest du jetzt in diesem Multicooker noch alles machen? Außer jetzt diese 4000 Reissorten, die man da drin kochen kann. Was geht noch so? Also wir haben, wie man auf unserer Seite dann auch sehen kann, bei cocomol.de, kann man sehen, also das ist eigentlich alles, was man, ich sag mal, im Schmorbereich machen möchte. Sauerbraten haben wir gemacht damit schon. Wir haben Ochsenbäckchen damit gemacht. Wir haben asiatische Sous-Vide-Gerichte haben wir damit auch schon gemacht. Kann man vegetarisch, vegan, das geht ja alles. Vegan, das ist alles, ja eigentlich egal. Alles, ne? Also jetzt erzähl mal, wie geht's weiter? So, wir haben jetzt die Zwiebeln und das Lamm fängt langsam an zu schmorzen. Ja, das hört man, glaube ich. Um die bisschen die ätherischen Öle zu lösen und aus den Gewürzen schwitzen wir das Ganze ein bisschen in Olivenöl an. Haben wir reingemacht, füllen das Ganze dann mit einem Lammfond auf oder mit einem Rinderfond, den wir hier auch schon vorbereitet haben. Toll finde ich auch, dass du da drin rumrühren kannst, weil der beschichtet ist, der Topf. Ne? Und bis zu 6 Portionen kann man drin machen, habe ich verstanden. Ne? Ja, also unsere Rezepte, die wir auf cocomol haben, sind alle für 4 Personen ausgelegt, aber für 6 Personen ist es auch überhaupt kein Problem. So, nun haben wir das Ganze ein bisschen angeschwitzt, haben das Ganze mit Rinderbrühe aufgefüllt. Und? Das Rest übernimmt das Gerät jetzt für uns. Yes. Jetzt heißt, wir müssen erst wieder öffnen. Ah, ja, ja, entschuldigen. Ja, ist klar. So. Und jetzt kann ich schließen und du wählst das Programm. Genau. Wir gehen von dem Anbratprogramm auf das Mietprogramm, wählen dann noch die. Genau, er sagt, wie lange wollen wir das haben. Das geht bei Lamm wieder sehr schnell. Ah. Wir brauchen höchstens 20 Minuten, dann ist das gar. Okay. Da, weil wir ja die Druckfunktion haben an dem Gerät. Ja. Und wir können es nicht verbrennen, das bleibt von außen so, dass man es anfassen kann. Genau. Toll. Genau. Also wir arbeiten hier mit Druck und das geht eigentlich ziemlich schnell. Der ist schlau und hübsch und kocht jetzt für uns. Genau. Denn ich glaube, unser Lammragout ist fertig, ne? Genau. Das hat ja schon wieder einen schönen Sound gemacht. Ja. Und ich mache auf, okay? Ja, mach mal ruhig auf. Dazu kann man auch sagen, wir haben hier einen wunderbaren persischen Reis, der dazu passt. Findet man auch auf der cocomol.de-Seite, haben wir auch in unserem Kokos gemacht. Genau, das ist, passt perfekt dazu. Können wir auch so blubbert hier noch ein bisschen. Ja, ja. Je nach Empfinden kann man natürlich auch noch das Lammragout abbinden, wie man möchte. Wie gesagt, das orientalische und persische Sachen sind relativ flüssig gehalten, weil der Reis saugt ja auch einiges auf. Wir haben jetzt das so ein bisschen hier vorbereitet, das ist sehr schön. Duftet herrlich. Duftet wunderbar. Schön so ein Multicooker. Man braucht eigentlich nichts mehr anderes. Ein Gerät für alles. Und es ist auch ganz klar, es ist nicht wie im Ofen oder im Topf, dass die Sachen verdunstet. Die Flüssigkeit, der Eigengeschmack, bleibt alles im Gerät, weil es dann versiegelt ist. Ja, ja. Also du hast ganz viel mehr Aroma drin als in einem offenen Kochtopf. Genau.
kochen würdest. Tolles Argument, finde ich schön. Ja, fein. So, dann garnieren wir das Ganze noch ein bisschen aus, mit ein bisschen Liebe, sagt der Koch. Ich bin mir eigentlich auch sicher, dass du das gleiche Rezept auch zum Beispiel vegetarisch mit einem Seitan oder so machen könntest, ne? Alles mit Seitan oder Tofu oder so, genau, könntest du es auch variieren. Also für die Leute, die kein Tier essen wollen, ne? Man kann, man darf gut bei den vegetarischen Gerichten auch ruhig das Mietprogramm benutzen. Ja. Mensch, toll, dass Kuku so flexibel ist. Ja. So haben wir ein wunderbares Gericht, auch schön in den Sommertagen zu essen. Also perfekt, was will man mehr? Bon Appetit!